Hey, neben der Methode, Gemüse in seinem eigenen Saft zu fermentieren, so wie wir das vom Sauerkraut kennen, gibt es auch die Möglichkeit, Gemüse in Stückchen zu schneiden und in einer Salzlake fermentieren zu lassen. Manch einer von euch kennt vielleicht Salzgurken, die im Gegensatz zu den Essiggurken auch tatsächlich fermentiert sind. Und bei denen wird das auch so gemacht. Und die Methode ist eigentlich fast noch ein bisschen einfacher als das mit dem Sauerkraut. Wir sparen uns den Schritt mit dem Kneten. Aber es gibt halt auch einfach ein bisschen anderes Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Von den Gefäßen und Utensilien her ist es eigentlich relativ ähnlich wie beim Sauerkraut machen. Die Schüssel können wir uns sparen, die brauchen wir nicht. Ansonsten ist ein Messbecher noch ganz gut. Und ansonsten brauchen wir auch Brettchen, Messer und natürlich alle Sachen aus unserem Set. Von den Zutaten her, ich werde mit euch jetzt Ingwerkarotten fermentieren. Das ist, finde ich, ein sehr leckeres und mildes Ferment auch. Die Möhren haben, finde ich, auch nach dem Fermentieren noch eine angenehme Süße und Ingwer ist, finde ich, auch immer sehr lecker und eine gute Kombi zu den Möhren. Ihr könnt aber auch alles mögliche andere Gemüse verwenden. Das erkläre ich ja nochmal in einem eigenen Video, was sich generell alles eignet. Und was ihr dann auch entscheiden könnt, ist, wie grob oder fein wollt ihr euer Gemüse schneiden. Also am Ende muss es natürlich ins Glas passen. Das müssen wir sozusagen im Hinterkopf behalten. Aber ob ich die Möhre dann in Scheibchen schneide oder in kleine Stiftchen oder sogar raspel, das ist ganz dir selbst überlassen. Und was du einfach im Hinterkopf behalten kannst, ist, je feiner du es schneidest, desto weicher wird es und je größer du die Stückchen lässt, desto knackiger sind die am Ende noch. Was finde ich immer sehr schön ist an dieser Art von Fermentation, ist, wir müssen nicht anfangen, alles zu sterilisieren in unserer Küche, sondern es reicht einfach, wenn wir uns die Hände waschen, wenn die Sachen, die wir benutzen, sauber sind. Die Möhren habe ich vorher natürlich abgespült, damit da keine Erde mehr dran ist, aber ich muss sie zum Beispiel auch nicht schälen. Und die hier, die sehen ja total super aus. Da ist es tatsächlich sogar besser, wenn wir die Schale dran lassen, denn auf der Schale leben ja die Mikroorganismen. Wenn ich die jetzt alle schälen würde, dann würde ich schon noch mal mehr von denen entfernen. Und deswegen, wenn die Schale schön ist von euren Möhren, dann lasst die gerne einfach dran. Auch der Ingwer, der ist bio, da kann ich die Schale mitverwenden, kann ich auch dran lassen. Ja, lasst uns loslegen. Ich habe hier die beiden Gläser aus meinem Set. So. Und jetzt können wir anfangen, unsere Möhren zu zerkleinern. Ich denke, ich werde einfach hier so dicke Scheibchen machen. Ist auch nicht schlimm, wenn nicht alle genau gleich sind. Kein Drama. Und dann wirft man die einfach ins Glas. Dann so ein bisschen drauf achten, dass sich das sinnvoll verteilt. So, mal so ein bisschen schütteln, dass die Freiräume da genutzt werden. So, den Ingwer werde ich in dem Fall jetzt einfach in so feine Stiftchen schneiden. Man könnte ihn auch hacken zum Beispiel. Dann hat man ein bisschen mehr diesen Effekt, dass der halt dann, dass die kleinen Fitzelchen am Ende alle nach oben treiben auf unserer Salzlake. Deswegen mache ich hier lieber so feine Streifen. Das ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Generell ist es ganz praktisch, wenn man irgendwelche Gewürze verwendet, was man hier natürlich super machen kann. Von Gurken kennt man das ja klassisch mit so Senfsaat und Dillsamen und Koriander und vielleicht ein paar Wacholderbeeren und so weiter. Da kann man alles super hier reinmachen. Idealerweise macht man die dann gleich als allererstes unten ins Glas und dann treiben sie ein bisschen weniger nach oben, als wenn ich die jetzt als letztes dazugeben würde. So, den Ingwer mischen wir mal hier so mit rein. Und noch ein bisschen mehr. Wie viel oder wie wenig Ingwer ihr da nehmen wollt, das ist euch ganz selbst überlassen und hängt davon ab, auch einfach wie gerne ihr das mögt. Ich mag gerne Ingwer, deswegen nehme ich viel. So. Denkt aber dran, dass der Ingwer auch beim Fermentieren relativ scharf bleibt. Das heißt, wenn man dann auf so ein Stück drauf beißt, das ist auf jeden Fall ein bisschen scharf. So, dann haben wir noch ein bisschen Möhre.
Und wenn ihr das Sauerkraut-Video schon gesehen habt, dann merkt ihr schon, das ist echt ein bisschen weniger Aufwand, weil letztendlich müssen wir unser Gemüse nur in Stückchen schneiden und ins Glas werfen. Und wir sparen uns den Schritt, wo wir mühsam unsere Salzlake erkneten müssen, denn die geben wir jetzt einfach als Salzwasser dazu. Ja, noch ein bisschen Ingwer dazwischen. Wie beim Sauerkraut auch, ist es wichtig, dass wir unsere Gläser nicht zu voll füllen, sondern oben ein bisschen Platz lassen, damit das Kraut, während es dann blubbert, in der ersten Woche der Fermentation nicht überläuft. So, gucken, was wir hier noch so reingequetscht bekommen. Ich kann das auch mal durchschneiden. So, ein bisschen Ingwer noch. Durch. So, und jetzt kommen quasi unsere Gewichte ins Spiel. Super praktisch. Die legen wir jetzt hier oben rauf, drücken das Ganze ein bisschen zusammen, beziehungsweise vielleicht müssen wir hier auch noch ein bisschen was rausnehmen, damit das auch passt. So. Zack. Und die helfen uns, dass dann während der Fermentation wirklich alles schön unter der Salzlake bleibt. Denn die Milchsäurebakterien können ja nur ohne Luft arbeiten. Das heißt, wir müssen denen ein Milieu schaffen, wo auch wirklich alles schön unter der Flüssigkeitsoberfläche bleibt. Und da Gemüse leider schwimmt in Lake, müssen wir uns hier mit so einem guten Gewicht behelfen, was alles für uns nach unten drückt. So, jetzt können wir unsere Salzlake anrühren. So, machen wir uns mal ein bisschen Platz. So. Und ich habe jetzt hier in meinem Messbecher habe ich einen halben Liter. Und ich würde mir jetzt für meine Karotten eine 3%ige Salzlake anrühren. Jetzt fängt es mit dem Rechnen wieder an. Und zwar geben wir auf einen Liter 30 Gramm Salz. Das heißt, auf einen halben Liter brauchen wir nur 15 Gramm. Das kann ich jetzt hier abwiegen. Ja. So, 15. Und dann können wir das ein bisschen umrühren, dass sich das gut auflöst, das Salz. Dadurch wird die Lake auch ein bisschen trüb, das ist ganz normal. Und letztendlich, wie viel Salz ihr nehmt für eure Lake, könnt ihr auch ein bisschen selber entscheiden. Je mehr Salz, desto knackiger bleibt das Gemüse auch. Also gerade bei Gurken zum Beispiel, die werden beim Fermentieren schon ein bisschen weich. Die Möhren, die bleiben sowieso knackig. Aber da kann man nehmen Leute manchmal auch noch mehr als 3% Salz. Ich finde, alles über 3,5% Salzlake wird schon relativ salzig. Man kann auch 2% nehmen. Das funktioniert alles meiner Erfahrung nach. So. Und jetzt gießen wir die hier rein. Und bei der Lake versuchen wir auch, dass wir die Gläser eigentlich nur bis hier unten zu diesem unteren Strich auffüllen. Denn der obige Platz, den braucht erstens das Gewicht und zweitens soll ja auch noch ein bisschen Platz sein, wenn es blubbert, dass es nicht überläuft. Also die Lake bitte nicht bis oben zum Rand auffüllen, dann läuft euch das garantiert über das Glas. So. Kann noch ein bisschen zusammenpressen, gucken, ob da noch ein paar Luftbläschen rauskommen. Genau, also meine Lake ist jetzt bis hier ungefähr. Das reicht völlig. Machen wir noch das zweite. So. Wichtig ist, dass am Ende alles von der Lake bedeckt ist und keine Luft mehr an unsere Möhren rankommen kann, damit die nicht verderben. So, jetzt machen wir noch einen Deckel drauf. Zack. Deckel drauf. Dann könnt ihr im Deckel noch das Datum einstellen. Das ist auch sehr praktisch. Dann wisst ihr auch, wie lange euer Ferment schon fermentiert und ob es jetzt langsam mal in den Kühlschrank muss. Denn genauso wie beim Sauerkraut auch, lassen wir unsere Möhren jetzt eine Woche bei Raumtemperatur fermentieren. Wenn das Glas besonders voll ist, stellt ihr noch einen Teller unter, falls es überlaufen sollte.
Und dann werdet ihr sehen, das Ganze fängt an zu blubbern, die Milchsäure, Gärung fängt an. Und dann kann nach etwa einer Woche könnt ihr euer Gemüseferment in den Kühlschrank stellen und dann nochmal so 2 bis 3 Wochen weiter fermentieren lassen. Dann könnt ihr es probieren, dann ist es schon schön sauer, schmeckt bestimmt auch schön fermentiert dann. Und dann könnt ihr es anfangen zu essen und zu genießen. Bis es aufgebraucht ist, kann es eigentlich im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und dann freue ich mich schon, wenn ich so in 3 bis 4 Wochen sie dann verzehren kann. Ihr seht, fermentieren dauert immer ein bisschen Zeit, ist unterschiedlich lang. Ja, diese Methode könnt ihr für alles mögliche verschiedene Gemüse nutzen, um das in einer Salzlake zu fermentieren. Was sich da alles eignet, habe ich noch mal in einem eigenen Video erklärt. Da könnt ihr dann noch verschiedene Gewürze dazugeben. Und da lassen sich wirklich sehr viele leckere Kombinationen rausfinden. Und ich finde gerade diese Methode, Gemüseschnibbeln, Salzlake drüber, fertig. Das ist so einfach, das kann man fast noch nebenbei machen, wenn man gerade das Abendbrot vorbereitet oder einen Salat schnibbelt oder so. Macht man noch ein bisschen mehr Möhren oder was auch immer, wirft es in ein Glas und macht eine Salzlake und schon hat man sich ein tolles milchsaures Ferment angesetzt. Viel Freude damit! Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere uns, werd Teil der Familie und bring richtig Leben in die Bude.